Einkommensanrechnung bei der Grundrente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Heute möchte ich Ihnen mal ganz kurz schematisch erklären, wie es wie die Einkommensanrechnung auf oder bei der Grundrente funktioniert. Wir wissen ja, mit dem neuen Kompromiss, der am 10.11.2019 stattgefunden hat, dass es eine Einkommensanrechnung geben soll. In dem Positionspapier der Großen Koalition und auch das, was man vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales lesen konnte oder lesen kann, was auch veröffentlicht ist, ist das recht spartanisch alles gehalten, was da so geschrieben wird zur Einkommensanrechnung. Aber wir haben mal versucht, das für uns zu verstehen und auch für Sie zu übersetzen, was da hier passieren wird. Also, nehmen wir mal wieder an, unser Standardbeispiel, unsere Susi Fleißig. Die bekommt seit dem 1. Januar 2019 eine Altersrente, eine Regelaltersrente, 600 Euro brutto monatlich. Ist natürlich verdammt wenig für 40 Jahre Arbeit, Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten und so weiter und schlecht bezahlte Teilzeitjobs und hat noch ein zusätzliches monatliches Einkommen von 900 Euro netto. Also das ist das zu versteuernde Einkommen. Jetzt hat der neue Kompromiss Folgendes ergeben. Wir haben Freibeträge. Und zwar für Single oder Paare. Warum Paare? Es wird alles erfasst an Paaren, das heißt also Ehegatten, gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften oder wie auch immer in wilder Ehe zusammenlebende Menschen. Also Single 1250 Euro monatlich und Paare 1950 Euro monatlich Freibetrag. Jetzt kommt es zur Einkommensanrechnung. Und zwar läuft das wie folgt ab. Bezogen auf unser Beispiel mit Susi, aber erstmal noch ganz allgemein. Der steuerfreie Anteil Rente und das zu plus versteuernde Einkommen. Diese beiden Teile werden zusammengerechnet. Und sollten, wenn möglich, bei einem Single nicht höher als 1250 Euro monatlich betragen. Bezogen auf unsere liebe Susi bedeutet das, sie ist zum 1. Januar 2019 in Rente gegangen, dass sie einen steuerfreien Anteil an der Altersrente hat von 132 Euro, das sind 22%, plus ein zu versteuerndes Einkommen von 900 Euro ergibt in der Summe im Ergebnis 1032 Euro. Und da sieht man, die 1032 Euro sind eindeutig niedriger als 1250 Euro Freibetrag. Deshalb wird unsere Susi Grundrente volle Grundrente. Wenn sie die Grundrente beantragt, wird unsere Susi in dieser Fallkonstellation ihre volle Grundrente erhalten, weil sie mit ihrem Einkommen und dem steuerfreien Anteil der Altersrente unterhalb der 1250 Euro Freibetrag liegt. Wenn aber unsere Susi mit Hugo verheiratet ist, also Paare, und unsere Susi hat 1032 Euro Einkommen und der Hugo hat 2000 Euro monatliches Nettoeinkommen, dann ergibt das 3032 Euro. Ich hoffe, ich habe richtig gerechnet. Und damit wird die Grundrente von Susi
gekürzt. Wie genau die Kürzung der Grundrente dann aussieht, ist zum heutigen Zeitpunkt noch völlig offen, da wir dazu noch keinerlei Informationen haben, ob sie angerechnet wird oder ob es eine prozentuale Kürzung gibt und so weiter. Das wissen wir alles noch nicht. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.